So, und willkommen wieder zu unserem Let's Play Fluch der Karibik. Das ist jetzt unser viertes Video und wir spielen die Black Pearl greift an. Kapitel 3 und los geht's. Was das wohl wird? Ich weiß es nicht. Da hängen grüne Beine von dem Schiff weg. Stimmt. Aber ich finde diesen Vorsprung auch eigentlich ganz gut gemacht. Ja. Bengalische Ufer. Tja, da stehen wir nun. Und los geht's. Es geht in diesem Level eigentlich darum, Dexter zu befreien. Und, joa. Falls ihr nur gerade auf Will Turner achtet, ich würde euch, wenn ihr zum Beispiel dieses Mini-Kit noch nicht habt, darauf hin. Was ist das? Genau, das ist das Flaschenschiff. Das Flaschenschiff. Genau. Bekommt man eben, wenn man diesen Strand zerstört. Wenn man mit Martin auf das. Auf dieses Schloss da schießt. Schrank. Schloss, man verwandt ein Metallschloss. Ach so. Okay. Gut, es geht darum, man muss jetzt die Kanonen alle aktivieren. Und dann pro Kanone kannst du eine Zelle verschießen. Und du musst alle Zellen später verschießen. Um dann das Barrels zu bekommen. Wie es in solchen lustigen Spielen immer ist, oder in irgendwelchen Film, ist das letzte Teil, was man verschießt, das, wo Jack drin ist. Natürlich. Und hier hat man diesen obligatorischen schwarzen Totenschädel von Blackbeard. Und man kann sogar die anderen Figuren abschießen. Ja, die da oben draufstehen. Das bringt einen, glaube ich, nicht so viel. Nein, vor allem. Der geht nicht drauf. Doch, der geht. Schieß mal dagegen. Na gut, aufpassen und das haben, ist er weg. Ja, natürlich. Ich glaube nicht, dass es was bringt. Nein, da kommt gleich wieder. Ist ja halt auch die Geister-Crew. So, okay, und. So, bin schon drin. So, und hier gibt es so blau leuchtende, ja, Kristalle oder ähnliches. Die sind ganz wichtig für später. Und zwar, wenn man drei davon zerstört in diesem Level, bekommt man, ja. Ich sag einen Punkt. Und wenn man drei dieser Punkte hat, kriegt man wieder so ein Flaschenschiff. Genau. Und es können nur zwei Charaktere singen. Und zwar nur die, und zwar im vierten Teil, und zwar einmal die Meerjungfrau und... Und Philipp, dieser Pastor. Genau. Und dann singen können wir sie auch nicht. Ja, das war der Pastor. Singen in der Kirche auch ganz oft. Ja. Aber er singt schrecklich. Kann ich jetzt schon versprechen.
Mann, ich treff mich. Ah. Nein! Ja. So, und später brauchen wir. Hier ist auch ein Spielfeder dran. Ich mache die metallische Schwertgeräusche, wenn ich gegen die Typen da kämpfe. Das ist mir bis jetzt noch nie aufgefallen. Sehr. Dieser Spielfehler. Wahrscheinlich, weil man immer nur männliche Charaktere spielt. Bei uns. Genau, und sie spielt so weiblich. Bei einem Rückblick hätten wir jetzt gesehen, dass ich nicht Anna Maria war. Hä? Ach, egal. Das habe ich noch nie verstanden. Wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr nachgucken unter www.letsplay3.de. Nein, okay, aber im dritten Teil haben wir das gezeigt. Ach so, stimmt, du hast ja auch die Anna Maria gespielt. Ah, mein lieber Freund, die Anna Maria gespielt. Ach so, ach ja, stimmt. Warte, wir müssen vielleicht noch. Die eine Kanone fehlt noch. Ach so. Toll. Haben wir irgendwie wieder toll gemacht, ne? Als wenn ich das schon gewusst hätte. So, die letzte Kanone. Sie hat ihre Köpfe, ich hab sie nur geschlagen, das ist so ein bisschen. Oder ich gewinne gegen jemanden mit einem Schwert. Über Frauenpower, ne? Wieso hast du wieder 21.000 und ich hab mal gerade 10.000 erzählt? Das ist wieder so. Du machst das, was das Spiel wichtig ist, und ich hau drauf. Genau. Oh, komm schon, Jackie, komm auf unsere Seite. Dann soll ich am Stoß sein, Mensch, tot. Oder wirst du gleich so weit fliegen? Das war ein Tiefel schon. Naja, auf jeden Fall eine kurze Entfernung.